Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du heute hier bist. Mein Name ist Tamara und das hier ist Blooming You, der Podcast für dein Aufblühen, weiblich, gesund und in Freude. Ich begleite und unterstütze Frauen auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Lebensfreude, sodass sie wieder in ihrer Kraft und ihrem schönsten Strahlen ankommen können. In Zeiten von immer weiter, immer schneller, immer höher und immer mehr kann es uns schon mal schwer fallen, wirklich innerlich zur Ruhe zu kommen. Vielleicht spürst du auch manchmal so diese Ruhelosigkeit in dir, die dich immer schneller werden lässt, obwohl du dich schon so lange nach einer Auszeit sehnst. Danach, dich selbst endlich wieder wahrzunehmen, dich selbst mal wieder so richtig zu spüren. Danach endlich einmal einfach mal wieder nichts zu tun, nichts zu denken, nichts zu planen, nichts zu hetzen, nichts zu erledigen. In Wirklichkeit haben wir jede Nacht die Chance dazu. Sofern du nicht im Nachtdienst arbeitest oder dich gerade um ein kleines Kind kümmerst, das auch nachts deine Aufmerksamkeit einfordert. Wenn du es zulässt, dann beschenkt dich die Nacht mit ihren ganz eigenen, wundervollen Qualitäten. Mit dem Untergang der Sonne kommt auch die Natur zur Ruhe. Mit der Dunkelheit der Nacht fährt unser Nervensystem herunter und lässt uns in einen erholsamen Schlaf sinken. Doch was, wenn es für dich einfach nicht möglich ist, innerlich zur Ruhe zu kommen? Wenn du es einfach nicht schaffst, so mal ganz richtig loszulassen, am Abend einzuschlafen? Was, wenn sich das Rad des immer weiter, immer schneller, immer höher, immer mehr auch in der Nacht weiterdreht und deine Gedanken auch nachts planen und kreisen? Hast du dich schon mal bewusst mit deinem Schlafverhalten auseinandergesetzt? Wenn du nicht schlafen kannst, wie gehst du dann damit um? Kommt es bei dir schon mal vor, dass du dann in der Nacht den Fernseher einschaltest und fernsiehst, bis du irgendwann vollkommen erschöpft in einen unruhigen Schlaf sinkst? Oder ist es bei dir eher so, wenn du abends nicht einschlafen kannst oder in der Nacht aufwachst und nicht mehr einschlafen kannst, dass du dann wieder aufstehst und die Zeit nutzt für all das, das tagsüber liegen geblieben ist und das dir in der Nacht wieder einfällt? Oder ist es bei dir vielleicht so, dass du sogar danach strebst, deine Schlafzeit zu verkürzen, um deine produktive Zeit zu verlängern, um also tagsüber noch mehr zu schaffen oder eben auch in der Nacht und so noch mehr erledigt zu bekommen und deine Ziele noch schneller zu erreichen? Inzwischen wurden ja schon so einige Methoden entwickelt, um die Schlafzeit bewusst zu verkürzen und die eigene Leistungsfähigkeit mit kurzen Powernaps aufrechtzuerhalten. Doch, da kann ich dir sagen, das, was Ayurveda schon lange weiß, das findet inzwischen auch Einzug in die moderne Schulmedizin. Und zwar ist es so, dass ein guter Schlaf von mehreren Stunden am besten in der Nacht und am besten bereits 1 bis 2 Stunden vor Mitternacht beginnend unersetzlich für unsere Gesundheit ist und für unser Wohlbefinden. Und ein Schlafmangel oder auch ein bewusster Verzicht auf Schlaf, der eventuell auch schon längere Zeit anhält, hat erhebliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit und erhöht das Risiko für schwere Erkrankungen. Die Übermüdung, die sich durch zu kurze Schlafzeiten zeigt, führt zu einer geringeren Stressresistenz. Unser Organismus kann dann also mit Stress viel schlechter umgehen. Wir fühlen uns schneller erschöpft und überfordert. Schlafstörungen schwächen auch unsere Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Dadurch brauchen wir für unsere Aufgaben länger und das erhöht dann wiederum unseren Stresslevel. Übermüdung und niedrige Leistungsfähigkeit schlagen dann auch bald mal auf unser Gemüt. Und wenn wir schlecht gelaunt sind, das kennst du vielleicht von dir selbst, wenn du mal einen schlechten Tag hast,
dann wirkt sich das auch auf unsere Beziehungen aus. Und so diese schlechte Laune durch Übermüdung und weil wir uns einfach erschöpft fühlen und den Aufgaben nicht gewachsen, kann auf längere Sicht dann auch zu einer depressiven Verstimmung werden. Viele Neurologen gehen auch davon aus, dass langanhaltender Schlafmangel oder langfristiger bewusster Schlafentzug unser Gehirn auf lange Sicht schädigt. So fördert Schlafmangel vermutlich die Entstehung von Demenz. Schlechter Schlaf oder Schlafmangel schwächen auch unser Immunsystem und verändern unseren Stoffwechsel erheblich. Dies kann dann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, zu Diabetes oder auch Übergewicht zur Folge haben. Bei Schlafstörungen kann auch unser vegetatives Nervensystem nicht zur Ruhe kommen, was dann unseren Blutdruck erhöht und das kann unser Herz auf lange Sicht beschädigen. Außerdem erhöht Schlafmangel die Entzündungsaktivität in unserem Körper. Dies begünstigt nun alle entzündlichen Prozesse und damit auch arteriosklerotische Erkrankungen in unserem Körper. Und zu guter Letzt beschleunigt schlechter Schlaf den Alterungsprozess. Denn wenn wir in der Nacht nicht regelmäßig in einen Tiefschlaf sinken, dann können ganz wichtige Zellerneuerungsprozesse in unserem Körper nicht stattfinden. Und zusätzlich entsteht durch Schlafstörungen auch ein großer Leidensdruck, denn die meisten Menschen wünschen sich natürlich einen guten Schlaf. Die meisten wünschen sich, dass sie morgens erholt und voll frische Energie aus dem Schlaf aufwachen. Und die meisten wissen auch um die Auswirkungen, wenn sie sich morgens wieder mal total übermüdet aus dem Bett quälen. So wälzen sich dann viele in der Nacht hin und her, mit dem tiefen Wunsch, endlich einzuschlafen. Vielleicht kennst du das auch aus eigener Erfahrung, wie sich das so anfühlt. Du liegst im Bett, du wälzt dich hin und her, du kannst einfach nicht einschlafen, obwohl du schon total übermüdet bist und erschöpft. Alle 10 Minuten folgt dann der Blick auf die Uhr und mit jeden 10 Minuten, die verstreichen, wächst so die innere Anspannung und der Stress, weil der Zeitpunkt des Aufstehens ja immer näher rückt. Und wir genau wissen, dass wenn wir nicht bald wieder einschlafen, dass wir dann am nächsten Tag vollkommen übermüdet sind und sich der Tag noch anstrengender anfühlt. Ja, Ayurveda weiß um die Wichtigkeit von gutem Schlaf und hat sich deshalb sehr intensiv mit den Faktoren auseinandergesetzt, die einen erholsamen Schlaf fördern. Denn entgegen der weitläufigen Meinung waren Stress und Schlafstörungen auch schon in den rund 2000 Jahre alten Schriften des Ayurveda ein großes Thema. Und so finden wir im Ayurveda viele Empfehlungen, die einen erholsamen Schlaf fördern und dadurch unsere Gesundheit stärken. Und heute möchte ich dir gern so die für mich Top 5 verraten, um deinen Schlaf zu verbessern. Mein Tipp Nummer 1. Schaffe dir in deinem Alltag feste Rituale. Rituale geben unserem Tag so einen stabilen Rahmen, an dem sich unser Geist und unser Organismus orientieren können. Aus ayurvedischer Sicht besänftigen regelmäßige Rituale auch dein Vata. Das ist das Element in dir, das, wenn es etwas erhöht ist, zu Unruhe führt und dich aufgewühlt werden lässt, wenn du eben viel Stress ausgesetzt bist. Das ist also genau das Element, das dich in der Nacht nicht zur Ruhe kommen lässt. Mein Tipp Nummer 2. Schließe jeden Tag ganz bewusst ab. Wir gehen sehr oft mit vielen offenen Loops ins Bett. Also vieles, das wir an diesem Tag nicht erledigt haben, einfach weil die Zeit zu knapp war. Vieles, mit dem wir vielleicht nicht ganz zufrieden sind. Und zu guter Letzt fallen uns am Abend, wenn es im Außen ruhig wird, all die Dinge ein, auf die wir am Tag einfach vergessen haben. Um dann trotzdem noch gut schlafen zu können, bedarf es eines kleinen Rituals, mit dem du diesen Tag ganz bewusst abschließt, deinem Geist die Gewissheit gibst, dass du für alles
dass du an diesem Tag nicht mehr geschafft hast, am nächsten Tag noch genug Zeit finden wirst, wenn es wichtig genug ist. Und vor allem, dass du dir all das bewusst machst, was du an diesem Tag gut geschafft hast. Und so für mich das schönste Gefühl zum Einschlafen ist das Gefühl der Dankbarkeit. Deshalb üb dich am besten regelmäßig darin, die Dankbarkeit in dein Leben einzuladen. Mein Tipp Nummer 3. Stimme dich am Abend bereits auf den Schlaf ein und erlaube deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Eine gedämpfte Beleuchtung, keine Bildschirmarbeit oder Fernsehen mehr, Entspannungsmusik oder leichte Lektüre bei Kerzenschein. Kreiere dir einen Abend der Stille und des Rückzugs. Mein Tipp Nummer 4. Erschaffe einen regelmäßigen Schlafrhythmus. Geh täglich zur gleichen Zeit ins Bett und steh täglich zur gleichen Zeit wieder auf. Auch wenn du am Anfang noch nicht immer zur gleichen Zeit einschlafen kannst, gibst du so deinem Organismus die Chance, sich an diesem Rhythmus zu orientieren. Mein Tipp Nummer 5. Nimm ein frühes und leichtes Abendessen ein. Achte darauf, dass dein Körper nicht mehr mitten im Verdauungsprozess steckt oder vielleicht sogar erst damit beginnt, wenn du ins Bett gehst. So kann der Körper am Abend gut zur Ruhe kommen und hat in der Nacht alle Kapazitäten zur Verfügung für all die Reinigungs- und Zellerneuerungsaufgaben, die er in der Nacht zu erledigen hat. Ja, das waren meine Top 5 für einen guten Schlaf. Wenn du diese kurzen Tipps gerne noch vertiefen möchtest, wenn du also dazu noch weitere Informationen haben möchtest und vielleicht auch die ein oder andere Idee, wie du diese Empfehlungen am besten in deinen Alltag integrieren kannst, ohne unnötig viel Zeitaufwand, dann habe ich heute eine sehr schöne Einladung an dich. Am Montag, den 19. August, startet der 5-Tage-Kurs Sleeping Beauty für guten Schlaf, an dem du kostenfrei und unverbindlich teilnehmen kannst. In diesem Kurs erhältst du an 5 Tagen täglich einen Impuls, der dich darin unterstützt, Gewohnheiten in deinen Alltag zu integrieren, die dich nachts zur Ruhe kommen lassen, sodass du morgens erholt und voll frischer Energie in den Tag starten kannst. Begleitet wird der Kurs von einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Das heißt also, nur die Mitglieder in der Gruppe können sehen, wenn du dieser Gruppe beitrittst. Und in dieser Gruppe kannst du dich mit anderen Frauen austauschen. Hier findest du gegenseitige Motivation und Unterstützung, um die Impulse auch bestmöglich umzusetzen und zu festen Gewohnheiten werden zu lassen, damit sich dein Schlaf auch langfristig verbessert. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dich in diesem Kurs zu sehen, wenn du bei dem Kurs dabei bist. Die Anmeldung ist noch bis Sonntag möglich. Klick also am besten direkt jetzt auf den Anmeldelink, den du in den Shownotes findest, und melde dich gleich kostenfrei an. Ich freue mich sehr auf dich und wünsche dir heute einen schönen Tag und am Abend ein schönes zur Ruhe kommen. Vielleicht unterstützt dich ja der ein oder andere Tipp, den du heute gehört hast, schon darin, um deinen Schlaf etwas tiefer und erholsamer werden zu lassen. Alles Liebe zu dir!